Hey Leute, Martin hier, willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ja, beim letzten Mal haben wir was Tolles erreicht. Wir haben nämlich den Fahrschein von Professor Nock gekriegt, aber es ist nur ein Kleiderbügel mit einer 3 drauf. Nummer 3. Nummer 3. Naja, aber es ist ein Fahrschein. Damit müssten wir doch jetzt eigentlich den Wäschelift benutzen können. Oder etwa nicht. Wir schauen mal, ob uns dieser Kleiderbügel weiterbringt. Bitteschön. Ich sagte, bitteschön. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, das ist ein gültiger Fahrschein. Aber du bist noch nicht an der Reihe. Stell dich hinten an und warte, bis deine Nummer aufgerufen wird. Was? Du hast Ticket Nummer 3. Dran ist aber die Nummer 2. Ach, das ist doch Käse. Das System irrt niemals. Okay. Das ist natürlich wirklich Käse, denn damit können wir uns also jetzt nicht fortbewegen. Die Frage ist... Ach, ich glaube, ich weiß, was das Event auslöst. Dass wir mit ihm über Adrian reden können. So. Wie ja, ja, bla bla bla. Ich will es nochmal versuchen. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Komm. Oder da. Zahl. Kopf. Ja. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern, als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. So, jetzt haben wir ein paar mehr Informationen über König Adrian und können, hey, glaube ich, jetzt mit Alu. Hallo, Edna. Darüber Was reden. Was diesmal zu mir? Ich habe noch ein... Schieß los. Genau. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte! Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon! Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Okay. Sprechen wir über was anderes. Ich muss langsam... Pass auf. Ein besserer Kleiderbügel. Und wir haben einen Kleiderbügel, aber ob er besser ist... Gucken wir mal. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind? Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha, und jetzt willst du tauschen. Das wäre supi.
Kinder, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein echter Freund. So, und jetzt haben wir... Nummer 2. Richtig. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ist der Kleiderbügel jetzt besser? Kann ich den Kleiderbügel... Eigentlich widerstrebt mir den Kleiderbügel Ich habe mich entschieden. Sehr, dann bring mir... Okay. Sprechen wir über was... Ich muss langsam mal... Pass auf... Also, der Kleiderbügel, den wir ihm gegeben haben, ist anscheinend immer noch nicht gut genug. Aber wir haben jetzt Nummer 2, das heißt, wir können jetzt den Wäscheliff benutzen. Und das werden wir jetzt auch tun. So. Mein Freund hier ist... der Kleiderbügel Nummer 2. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Okay, wir gehen in den Wäschelift. Das dauert ein bisschen. Das dauert ein bisschen. Und wer bist du denn? Hallo? Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Das ist eine lange. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Er hält sich also für einen Mantel. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht, wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja... Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. So, so. Hier sind wir also. Was auch immer hier ist. Das ist zu fest eingepackt. Ui. Hier haben wir ein Badezimmer. Aber hier gibt es nichts Wichtiges, das kann ich schon mal verraten. Also, im Moment jedenfalls. Was haben wir hier? Ui. Machen wir mal Licht an. Hallo, Sichtfenster.
Huch. Ah! Hallo, Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Warte, antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey, woher weißt du das? Es gibt nicht viel, was Dr. Marcel vor mir verbergen kann. Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Das hier sieht übrigens aus wie seine Nase, habe ich immer erst gedacht. Das ist einfach nur eins der Sprechlöcher hier. Aber das ist ein bisschen, also, sehr gut platziert, möchte ich mal sagen. Was weißt du noch über mich? Ah, das haben wir doch gerade gehabt. Normalerweise verschwinden Gesprächsoptionen, wenn ich sie einmal ausgewählt habe. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck, einen Ofen, um den Ton zu brennen, und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Das ist leicht. Der Wächter, den Sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im dritten Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Drogelbecher vorbeikommst. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Die anderen Sachen werden wir beim nächsten Mal besprechen. Bis dahin würde ich sagen, macht es gut und haut rein.